Und alles passt. Jetzt sollten wir uns halt wirklich um Spitzhacken und Schwerter kümmern in erster Linie, bevor wir die Rüstung machen. Wer weiß das schon? Hat sich wieder Platz für Bier geschaffen? Nicht wirklich. Aber guck mal, da ist mal die nächste Rüstung fertig. Die bekommt einer unserer Krieger. Hier. Ist die. Achso, die muss ja noch ins Lager geschleppt werden. Leute, strengt ihr mal ein bisschen an. Na komm, sammelt mal das ganze Wasser hier weg. Ich glaube, ihr habt momentan ja eh nichts zu tun. Und dann könnt ihr mir auch den Fisch angeln. Nee, der haben wir jetzt gerade platt gemacht, anderweitig. Na gut, passiert. Habt ihr die Rüstung schon abgeholt? Ja, tatsächlich. Na dann, viel Spaß mit deiner neuen Rüstung. Also die Goldrüstung bekommt jetzt jemand mit einer Stahlrüstung. Die Stahlrüstung bekommt dann unser Zauberer. Sehr gut. So viel Rohmithril haben wir jetzt auch nicht mehr, oder? Nein, nicht hier. Nur noch eins. Ja gut, da müssen wir sich ein bisschen beeilen. Vielleicht mal wirklich Mithril-Spitzhacken machen. Mithril-Hammer, wofür ist denn der gut? Schaden 45. Also ob ich jetzt Schwert oder Hammer nehme, ist eigentlich egal, nehme ich mal an. Da kommt das Hammer bald. Mana-Elixier, Heil-Elixier. Jetzt haben wir das hier auch abgeschlossen, endlich. Zauberexplosion. Elixier des Eispfeils. Ja, guck mal, nur viel zu mehr an Flaschen. Und dann wieder an Kohle. Ist ja auch so eine Never-Ending-Story, ne? Weißt du, wir zerlegen jetzt nochmal ein bisschen alte Ausrüstung. Und so zum Beispiel die Keulen hier. Und damit habe ich jetzt alles zerlegt. So viele Skelettsäbel möchte ich jetzt auch nicht zerschrotten. Stahlkeulen können wir mal entfernen. Skelettkeulen. Guck mal, Eisenspitzhacken brauchen wir auch nicht mehr so viele. Und dann wenigstens etwas zusammen. So, Regalschrank können wir nicht mehr brauchen. Lederstuhl. Ne? Ah, die Porträts wollte ich doch alle aufhängen. Kann nicht abgebaut werden, alles klar. Guck mal, mal wieder zwei Spitzhacken zurückbekommen. Warum denn nicht? Schießstand. Magier-Schießstand. Stahltüren.
Kann man das zerlegen, die Nadeln? Nee. Ich habe überlegt, ob ich hier vielleicht Stahltüren einbauen sollte, aber wozu denn? Holztüren sind doch viel wärmer und so. Na komm, zurück in unsere Mithrilmine. Und Edelsteinmine. So kann man das machen. Definitiv. Ah, hier. Guck mal, noch ein Kriegerbuch. Das möchte ich dann doch gerne irgendjemandem geben. Das ist bereits ein Krieger. Ist ein Krieger, ist ein Tischler. Viel Spaß. So, das hier von unten aufzuräumen ist ja auch irgendwie nicht ganz so cool. Ich kann euch mal hier kurz ein Portal, damit das hier schnell erledigt wird und wir schnell wieder an Mithril rankommen. Falls irgendjemand Interesse daran hat, an schwerer Arbeit, dann kann er sich hier durchaus melden. Und so, hier buddeln wir auch mal durch. Meine Mithril-Spitzhacken sind noch lange nicht fertig. Aber jetzt gleich. Was hatte ich denn mit den Flaschen vor? Moment mal, hier. Uiuiui, dafür brauchen wir auch eine Flasche, oder? Ja. Das sind noch ein paar in Auftrag. Das können wir nicht craften. Ja, Meisteralchemie wird noch ein bisschen dauern. Na, guck mal, machen wir hier noch einen Helm. Noch eine Rüstung. Dann wäre das schon. Hier kann man ein Bier unterbekommen. So, jetzt streiten die sich ums Bier. Warum nicht? Ach, hier unten irgendwo. So, wie schaut's da unten aus? Ja, wunderbar. Jetzt wird da gearbeitet. Da muss ich euch dann Gerüste hinstellen. Und wieder hochkommen. Vielleicht bauen wir nicht das hier ab, sondern das hier. Also das letzte Gerüst geht da an. Und zumindest finden wir reichlich Mithril. Ist ja auch schon mal ein Anfang. Brauche ich das hier noch unten noch? Ich weiß ja nicht. Könnte man vielleicht mit Leitern ersetzen. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, was wir alles noch brauchen. Wo sich meine Zwerge alle überall aufhalten. Hier mal Licht. Denn wir fanden den Schalter nicht. Oh ja, hier geht ja auch nichts voran. Na komm, von Zeit zu Zeit können wir das hier mal alles so ein bisschen roden. Moment, mein zweiter Bogen muss mittlerweile fertig sein. Genau. Hier. So, Mithril-Spitzhacken.
So. Neuer Mithril-Helm. Ja, du bekommst deine, als nächstes deine Mithril-Rüstung, wenn die endlich mal fertig ist. So, weiter. Was hätte ich die Jungs halt wirklich mal nur noch im Untergrund laufen, also arbeiten lassen. Dass die hier halt überall wunderbar rankommen. Ja, jetzt haut er ab. Ja gut, ist aber auch ein Schwertkämpfer in der Nähe. Und da geht es dann wieder meilenweit runter. Wollen wir hier vielleicht einen Verbindungstunnel schaffen? Früher oder später wird es dann da platziert. Naja, suchen wir es manuell. Geht dann doch ein Ticken schneller. Ein paar Leitern sind gut. Eine Falle, ui. Wo zum Beispiel sind jetzt die Gerüste wieder? Wenn ich was suche, dann finde ich es nie. Ach, hier. Und dann fehlt's wieder an Holz. Die alten guten Bretter. Ja, es wird schon. Na gut, hier unten sind Drachen. Ach ja, jetzt habe ich meine Gerüste da rausgeschmissen. Brauche ich doch ständig. Hier unten liegt ja zumindest noch eine ganze Menge rum. Genau, in das Portal. Da kann man hier schneller aufräumen. Und jetzt ist der Jackie wieder am Ausrasten. Das freut mich. Nicht. Weißt du was, hängen wir hier eine Leiter hin? Wobei, da geht es ja nicht so weit runter. Genau, das ist die richtige Einstellung. Erstmal richtig durchbuddeln. Und dann Fragen stellen. Oh nein, du buddelst da nicht runter. So, das wäre erledigt. Und da eine Leiter hin. Wobei ich sollte auf Gerüste warten, oder? Hm, jetzt ist er schon platziert. Oh, ein Müllerbuch. So, letzter Dungeon, wo bist du? Ah, weiter rüber kann man nicht mehr. Alles klar. Machen wir es erstmal so. Wenn es halt mehrere Bücher. Platziere ich da mal kurz hier ein Portal. Und dann machen wir hier mal Kahlschlag. Hier fährt dann auch noch. Genau, räum das Holz mal weg. Ah, guck mal, hier kann man auch wieder buddeln. Ich meine, fällen. Und weiter. Braucht ihr noch ein bisschen Energy Booster? Vielen lieben Dank an meine Kanalmitglieder für eure Unterstützung. Dankeschön.